Recht herzlich willkommen zur neuen Folge von Grand Age Medieval. Ich glaube, es ist die Nummer 39. Gut, da haben wir Milos Dusan, der in Bursawald. Wir können mal gerade die Geschichte loslaufen lassen. Und ja, was machen wir in Bursa? Da geht's ums Pökelsalz. Arbeiter fehlen allerdings auch noch. Wir machen hier Keramik. Warte mal, gehen wir gerade in Produktion, da sehen wir. Also wir müssen hier viele Dinge lassen. Wir müssen hier Keramik lassen, Kohle lassen für Keramik und wir müssen hier Salz lassen. Haben wir Felle auch mit und Tuch? Felle haben wir nicht. Und Tuch haben wir auch nicht. Gut, aber wir haben hier das mit und das Salz. Gut. Und davon gibt es hier nichts. Wir hätten dann noch Werkzeug, aber das brauchen wir hier gar nicht abliefern, ne? Ja. Steht hier? Ohne Minus davor? Keine Ahnung, wird gebraucht oder was? Ja. Honig hätten wir noch. Da war ein böser Wolf oder sowas. Ja, mir. Also ich würde gerne noch ein bisschen Fleisch dazu nehmen. Ah, das läuft jetzt wohl besser. Da ist kein Ausrufezeichen mehr dran. Leute sind wohl auch da. Da fehlt Stoff für die Hemden. Ja, gehen wir mal hier einfach hin, ne? Obwohl da kein Stoff ist. Aber laufen wir trotzdem mal Das gerade geht hin. nicht. Das geht nicht. So, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Gut, der läuft dann wohl wieder. Ist er da schon? Tatsächlich, der ist aber jetzt schnell Leute drauf. So, dann müssen wir da mal reingucken. Die hätten Kohle da. Nehmen wir dann auch mit. Die haben auch noch Salz da. Nehmen wir auch mit. Mehr können wir nicht laden, oder was ist es tatsächlich? Gut, dann Brot haben wir ganz viel dabei, oder was? Das ist alles auf dem Wagen. Ne, Vierer sind das nur, ne, oder? Händler. Durchschnittspreis, ist das okay. Dann können wir das Brot. Ne, das behalten wir mal. Tuch. Aber Tuch geht nicht mehr drauf. Ja, was haben wir noch mit? Kohle haben wir drauf. Lassen wir das mal da. Keramik nehmen wir mit. Komplett nehmen wir die mit. Tuch ist noch gefragt. Geht noch mehr. Wir haben alles mitgenommen. Und 16 Honig will ich auch noch haben. So. Und die drei Salz nehmen wir dann auch noch mit. Da geht jetzt nichts mehr. Gut, Keramik. Alles prima. Dann laufen wir da runter nochmal. Gucken, dass wir das da Mit abliefern. Vergnügen. Da ist ein Zelt. Und da ist eine Ruine. Und da sind unsere Bildenmeister. So, ist er schon da? Ja. Und dann werden wir hier noch was los. Das werden wir los. Den Honig werden wir hier auch los. Die Kohle auf jeden Fall auch. Die Keramik war auch hier, ne? Und das Tuch auch. Jetzt gucken wir nochmal rein gerade. Ne, Honig gibt's hier, ne? Da hätte ich den nicht hier abliefern brauchen. Keramik. Brauchen wir ja auch nicht. Das war jetzt falsch, was wir getan haben, ne? Ja, doch da. Prunk wird ja auch gebraucht. Gut, dann passt das. Ach so, die Werkzeuge können wir hier lassen, weil die werden für den Bau da auch gebraucht. Gut, da haben wir geschlafen beim letzten Mal, ne? So, essen noch mal mehr.
Honig wird hier produziert, können wir mitnehmen fürs Brot, so ist das. Das brauchen wir hier. Gut. Fleisch wird hier gemacht. Ja. So, dann sollte hier was funktionieren. Ja, und Schon hier. Wir gehen da unterwegs. mal hin, gucken da einmal rein. Axtrümpfer stehen davor. So, Handel. Da haben wir nix, ne? Blütezeit. Gibt es noch Diplomatie. etwas, was wir klären müssen? Friedlich müssen wir die übernehmen. Handelsabkommen haben wir. Ein Na, Angebot. dann lasst mal euer Angebot hören. Gold, Ware, Bündnis beibehalten, Gold, Ware. Gold können wir natürlich hier noch richtig viel geben, ne? Hundertsiebzigtausend. Eine Forderung. Sympathie. Ist das hier die Sympathie? Ja. Das Ja. ist so abgemacht. Ja, Sympathie, die kaufen wir doch gerne, ne? Gut. Ja, hier müssen wir dann hoch, aber das ist die Frage, ob wir das jetzt mit dem, was wir hier schon haben, so hinkriegen, ne? Na, guck mal, was da passiert. Nix passiert da. 11%. Ich verschache das mal alles hier. Dann haben wir nichts mehr und haben es gerade mal auf 13% geschafft, Gibt ne? es noch etwas, was wir klären müssen? Na, dann mal Prost Mahlzeit. Ja. Treiben wir jetzt Handel mit Izmir? Nein, machen wir nicht. Schon unterwegs. Ja, das wird spannend, ne? Ja, da können wir ein bisschen was nehmen und da können wir ein bisschen was nehmen. Der Honig wird ja auch produziert. So, noch ein paar Hemden und den Ton, aber den Ton brauchen wir hier in der Stadt selber. Ja. Wertvoll ist sonst. Bier brauen tun sie ja auch nicht selber. Gehen wir nochmal nach Sehr Izmir. wohl. Handel, 12% steht da. 13%. Da passiert nichts. 14%. Und Hemden. Ja, was? Hat nichts gebracht. Dann Sehr können wir da wohl. hinlaufen. Ja. Schwierig, ne? Irgendwo war ein Angriff. Ist jetzt aber nicht so wichtig. Kommen dann immer ein bisschen mehr mit. Das produzieren die hier auch. Nehmen wir Getreide mit. Das mit und das mit. Ach, hier oben ist noch das, machen wir auch noch abkommen. Da können wir auch alles mitnehmen gerade. So, gucken wir, was wir da unten noch dann kriegen. Mit Vergnügen. Ja, das verlieren wir bestimmt, ne? Das ist schlecht, warte mal.
Sicher. Gehen wir dahin. Das weg. Das anklicken. Ist er das? Ja. Und dann. Ja, warte mal, Bursa sind wir. Das war jetzt. Na, ja, das war schon richtig, ne? Salz haben wir nicht mit. Lass uns nochmal reingucken. Felle und Stoff. Keramik und Werkzeuge. Stoff haben wir nicht dabei. Felle auch nicht. Gut. So, können wir noch was mitnehmen? Ja, hier unten, ne? Definitiv. Das produzieren sie auch. Die Hemden. Keramik wollen wir hier lassen, weil wir das brauchen. Exquisit. Laufen wir mal hin und gucken, was da ist. Oder was uns das bringt. 2% runter. 1%, noch 1%. Das Bier bringt gar nichts. Der Honig brachte noch 1%. Hier unten haben wir noch die Hemden. Die bringen auch noch 1%. Also hier haben wir noch 186 Steine, die auch nichts bringen. Das Getreide bringt auch nichts. Alles wertloses Zeug. Ja. Brot, Keramik, Kohle und Wein. Das sind die Sachen, die wirklich gebraucht werden. Brot. Keramik. Kohle. Und Wein. Die nehmen wir auch noch mit. Die auch. Den Fisch finde ich, glaube ich, auch ganz nett. Mit Vergnügen. Und nochmal hin. So, und dann nochmal da. 16%. Nichts gebracht. Der Fisch bringt auch nichts. Die Kohle hat was gebracht. Der hat nichts gebracht. Und die Keramik hat auch was gebracht. 19%. Ja, aber das ist jetzt nichts Tolles, ne? Jetzt gehen wir nach Konstantinopel und gucken da mal rein. So. Also das und das. Keramik. Was war das vierte noch? Ich weiß es nicht mehr. Brot. Haben die aber auch nicht. Mit Vergnügen. Gehen wir da nochmal hin. Die hatten aber, glaube ich, auch nur Honig und kein Brot. Nö, Brot gab es da auch nicht. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Drei Keramiken nehmen wir auch noch mit. Das war's. Nehmen wir hier nochmal. So. Handel, das, das. Das noch haben wir schon. Die Hände nehmen wir auch mit. Das Werkzeug nehmen wir auch mit. 1, 2. So, die Keramik war da auch noch gefragt. Mit Vergnügen. Sag mal jetzt mehr. So, Handel. 18%.
19%. Die haben 20%. 25% für die Werkzeuge. Keramik, nochmal 5%. Kohle, 6%. Und der Wein, auch noch 1%. Ja, okay, wir sind jetzt auf 37%. Das heißt, es spielt schon eine Rolle, was wir hier anliefern. Und kriegen das eigentlich auch hin, oder? Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal weiter und müssen noch ein bisschen weiter handeln, dass das klappt. Jetzt haben wir schon was rausgefunden, welche Sachen da benötigt werden. Und dann müssen wir gucken, dass wir das hoch kriegen. Okay, aber für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.